Hallo, herzlich willkommen zurück beim Red Rage Gaming Crew Channel. Danke fürs Abo, ihr seid mega geil. Wir gucken uns heute mal an, wie man bei Gran Turismo Sport möglichst schnell Credits und Erfahrungspunkte farmen kann, nach dem letzten Update. Und auf geht's! Tja, der ewige Grind auf nach Level 50 hier. Auf die 20 Millionen Autos. Ihr geht hier auf die Profiliga Gruppe 1 Cup Rennen Nummer 5 und zwar auf Monza und nehmt den SRT Tomahawk Vision Gran Turismo Gruppe 1. Es dauert ewig lange für 20 Millionen Autos die Credits zusammenzukriegen oder auch, wie gesagt, auf Level 50 aufzuleveln ist absoluter Grind. Bin jetzt auf 49, mir fehlen noch über 360.000 Erfahrungspunkte bis Level 50. Und ich zeige euch gleich am Ende des Videos, mit welcher Einstellung ich den Spaß hier fahre, damit ihr hier schnell durchkommt. So. Also, das Teil hier ist ein abgefahrener Höllenstuhl. Wir drücken jetzt mal hier auf Enter und legen mal los mit der Runde. So, jetzt hier schön Gas geben. Denkt immer dran, Windschatten fahren, knapp überholen. Ich wollte euch hier schön die Flugzeuge drin lassen und wir spulen gleich vor zu einer schnellen Runde, damit ihr seht, wie man das Ding hier am schnellsten packen kann. So, jetzt sind wir hier drin in einer Runde, die mit 1.13 sauschnell war. 1.12 geht sogar. Also, ihr ballert hier mit um die 370 bis 400 um die Kurve. Abbremsen an den Hütchen. So, zwischen 100 und 130 geht hier in der Kurve und dann mit 130 bis 140 hier raus. So, hier wieder abbremsen. Möglichst nah am Scheitelpunkt vorbei und dann raus beschleunigen, wenn ihr auf Höhe des Scheitelpunktes seid. Abbremsen. Genau derselbe Spaß hier auch nochmal. Vollgas wieder raus. Das war sogar schon ein bisschen zu weit links, ein bisschen zu viel Curb. Und jetzt gleich kommen wir zum großen Trick, warum ich hier 1.13er, 1.12er Rundenzeiten mit diesen Autos hinkriege. Zack. Ihr werdet nicht resettet. Ihr könnt einfach Vollgas durchballern. Durch die Schikane. Spart uns locker, weiß ich nicht, 5-6 Sekunden. Ihr kommt mit um die 250 bis 280 raus aus der Kurve und braucht gar nicht mehr so viel Hochbeschleunigung. Hier ist hart rein in die Parabol. Und ab der orangen Markierung auf der rechten Seite könnt ihr wieder Vollgas raus. Das geht locker. Bums, 1.13.9. So, und wenn wir das jetzt mal hochrechnen, dann braucht ihr für alle 7 Runden 8 Minuten 30. Ihr kriegt jedes Mal 220.000 Credits. Das macht in einer Stunde 1,6 Mille ungefähr. Mal ganz davon abgesehen, wie viele Erfahrungspunkte das gibt. Also, lohnt sich wirklich. Lohnt sich auf jeden Fall. Ja, da seht ihr jetzt, so könnt ihr es machen. Ihr müsst hier halt sauber fahren. Es geht auch, wenn ihr ein bisschen stabileres Fahrgefühl und nicht ganz so viel Power vorzieht, könnt ihr das auch mit dem Bugatti Vision Gran Turismo Gruppe 1 machen. Der ist noch ein bisschen stabiler in den Kurven, der kann dann noch schneller durchballern oder noch sicherer, sagen wir mal so. Der Dodge ist halt schneller mit der Beschleunigung und schneller auf der Geraden mit der Geschwindigkeit. Und ihr seht jetzt hier, das funktioniert astrein. Bam. Seid ihr da durch und ja, könnt da locker irgendwie ein Viertel Fahrerfeld sogar in diesen 7 Runden überholen mit dem Dodge. Weil er einfach teilweise um die 400 auf den Geraden schafft. Und das ist einfach abartig, wie schnell das Ding ist. Das hat eine recht gute Straßenlage, obwohl man an der Originaleinstellung nur ein bisschen optimieren kann. Ich zeige euch jetzt gleich mal, was ich daran optimiert habe, damit es hier noch ein bisschen flotter geht. Ihr seht, ich fahre Rennen weich unten rechts. Ich habe auch ein bisschen Traktionskontrolle an, weil es geht hier einfach nicht anders. Das Teil ist einfach ein Biest. Das kann man bestimmt ohne fahren, aber da muss man verrückt sein. So, wir kommen jetzt mal zu den Einstellungen hier. Interessante Part. Also, da haben wir voll aufgedreht auf 136. Oh, da hatte ich noch, witzig, hatte sogar ein Kilo mehr bei, als ich brauchte. Ja, hier Traktionskontrolle auf 3, Rennen weich. Das ist die Fahrwerkseinstellung hier. 70 mm Bodenfreiheit vorne und hinten. Ja, das ist alles relativ stock. Kann sein, dass ich vielleicht die Stabilisator ein bisschen härter habe und ein bisschen mehr auf die Kompression und Dämpfungsgrad. Aber nicht viel. Abtrieb drehen wir einfach voll auf, weil den braucht ihr in den schnellen Kurven, um den Speed halten zu können. Man kann es vielleicht mit weniger machen, habe ich noch nie ausprobiert. Und das ist meine Getriebeeinstellung, damit wir auch auf die 400 kommen. Auf der geraden und gerade auch in der ersten langgezogenen Kurve. So, wenn es so macht, geht das. Ja,
Danke fürs Zuschauen, viel Spaß beim Ausprobieren. Es gibt mehr Videos auf der linken, nein, Quatsch, auf der linken Seite gibt es einen Abo-Button. Auf rechts gibt es mehr Videos. Lasst uns mal ein Abo da, wenn euch das gefallen hat. Und ich kann nur noch sagen, bis denn, euer Dan.